Meine Damen und Herren, ein unfassbarer Mann kommt zu uns. Das ist sein Bestseller Atempause, alles ist möglich. Er lebt seit 5 Jahren mit einer transplantierten neuen Lunge, was ihn nicht davon abhält, große Konzerterfolge zu feiern. Das ist seine äußerst erfolgreiche neue CD und DVD Seelenbahnen. Bitte begrüßen Sie das Schlagerwunder Roland Kaiser. Roland Kaiser! Vielen Dank. Lieber Herr Kaiser, darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Sie können mir gerne ein Glas Wasser anbieten. Ein Glas Wasser? Ja. Trinken Sie keinen Alkohol auch mehr oder trinken Sie noch Alkohol? Nicht mehr in Sendungen. Ach so, wirklich? Aber, wie, aber danach? Danach vielleicht ein Glas mit Ihnen, ja. Ja? Zwei Gläser theoretisch auch? Anderthalb. Sie haben früher, waren Sie auch ein, so wie wir noch immer, jemand, der gar nicht abgeneigt war, auch mal mehr als 2 Gläser zu trinken? Teilweise 3, ja. Man wird ja älter und vernünftiger. Aber Sie haben ein sehr wildes Leben hinter sich. Kann man das so sagen oder wäre es übertrieben? Na, das wird oft übertrieben. Aber ja? Aber es ja, war schon arg. Es war, na, ich war ja kein böser Mensch. Nein, nein, schon okay. Na, ist man böse, wenn man hin und wieder einen Rausch hat? Nein, es ist ja nur so, was wird das gerne... Medien dazu neigen, zu übertreiben. Ja. Und vielleicht, um Menschen interessanter zu machen, aber wenn man hinterher guckt, denkt man sich, naja, ganz so wild war es nicht. Was ich mich gefragt habe, ist, wie wird man eigentlich Schlagersänger? Ich meine, Sie sind in einer relativ unmusikalischen Familie aufgewachsen, habe ich gelesen. Ja. So, das wäre ja noch kein Hinderungsgrund für Schlager. guter Satz, ja. Aber wie wird man es dann? Ich meine, das ist ja kein, also, man geht nicht zum Arbeitsamt. Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe damals Werbeleiter gewesen im großen Autohaus und da hatten wir jemanden, der einen kannte. Und der kannte wohl einen, der Manager war von einem Sänger namens Randolph Rose damals. Da habe ich gesagt, naja, so Hitparade kann eigentlich jeder. 3 Minuten singen, nicht hinfallen, Text nicht vergessen, muss doch gehen. Sie kennen Wolfgang Ambros nicht. Sie werden lachen, ich kenne ihn. Und dann haben sie mich eingeladen zu einem Musikfall und sagen, komm du mal, beweis das mal. Aber Sie haben schon gesungen, haben Sie privat? Nein, noch nie in meinem Leben vorher. Ja, aber dann, wieso fragt man Sie dann? Nee, weil ich so angegeben habe, sondern das muss doch jeder können. Dann kommt man ins Studio, beweist das mal. Aha. Ja, aber man merkt die Stimme ist doch irgendwie ein Erkennungszeichen. Man merkt doch sofort, dass Sie über eine Stimme verfügen, über die andere nicht verfügen. Ja, aber man weiß nicht, ob er singen kann. Ich habe dann erstmal gesungen dort und dann meinte dann der Produzent zu mir, er würde mir einen 3-Jahres-Vertrag anbieten. Ich sage, oh Gottes Willen, das wollte ich eigentlich gar nicht, sondern nur gucken, ob es geht. Und dann, naja, das war vor 41 Jahren, jetzt sitze ich hier bei Ihnen. Ja, und das heißt, ist noch lange nicht das Ende, nehme ich an. Ich bin gerade erst am Anfang, bin gerade erst 5 Jahre alt. Ja, das heißt, die transplantierte genau. Lunge empfinden Sie als 2. Geburtstag? Das würden Sie auch tun, wenn Sie praktisch im Prinzip Ihre Stunden gezählt sind oder Ihre Tage, wenn dann durch diese Chance kommt. Aber war es wirklich dass Sie das Arzt in Aussicht gestellt, dass Sie überleben, dass die Operation vielleicht gar nicht? Nein, aber wenn man sie nicht hätte machen können, weil es keine Spenderlunge gegeben hätte, dann... hätte ich das Jahr 2010 sicher nicht überlebt. Sie hatten nur noch, glaube ich, 15% Lungenvolumen, oder? Genau. Das heißt also nur 15% dessen, was die Lunge normalerweise so, bei dir sind es, schätze ich mal, 40, bei mir sind es 90. Also ich habe ungefähr gelebt, sagte mir die Ärzte, in etwa, als wenn Sie in 6000 Meter Höhe leben würden ständig. Das ist schon eine ziemliche Belastung. Ja. Wir sprechen von COPD. Richtig, chronisch obstruktive Bronchitis, ja. Genau, eine Krankheit, die nur Raucher... Nein. Man kann die Krankheit auch bekommen ohne... Die kann man durch Umwelteinflüsse kriegen, die kann man durch genetische Dispositionen kriegen. Aber sicher, überwiegend haben Sie recht, ist es das Rauchen. Und deshalb ist Rauchen das Einzige in meinem Leben, was ich bereue, gemacht zu haben. Das heißt, vor der Transplantation hatten Sie da auch ein bleiches Gesicht und sind weniger blau angelaufen? Genau, Sie kriegen blaue Lippen, blaue Hände. Das ist nicht so schön. Ja, aber was sagen Sie, wenn Sie auf der Bühne sind und da stehen 10.000 Leute, starren Sie an und Sie sind knallblau. Also Sie sind total blau auf der Bühne. Das war keine schöne Zeit, aber ich habe trotzdem fast 8 Jahre Konzerte gespielt damit. Wie? Man muss etwas tun, was eigentlich widersinnig ist. Man muss versuchen, sich ständig außer Atem zu bringen. Also Sport treiben, um das Malen noch normaler machen zu können. Mhm. Ja, aber das ist ja, das klingt ja total, das klingt so, als würde man Marko Arnautović beim Laufen zuschauen. Also jemand, der eigentlich gar nicht laufen kann, aber ständig laufen muss. Ganz falsch ist der Vergleich nicht übrigens. Ja. Ja. Sie haben aber versucht, auch sich das nicht anmerken zu lassen, auch typisch, in Interviews nicht. Das heißt, es war so etwas, keiner wusste das, weil, warum war das eigentlich so? Warum haben Sie nicht irgendwann gesagt, das liegt uns der Hand. In dem Beruf glaubt man doch, ist die Unverletzbarkeit
die Perfektion, das Absolute, das Gesunde, das Allheilbringende. Und dann hat man natürlich Angst, sagt, ich habe eine Schwäche, ich bin nicht ganz fit. Dann denkt man, dann geht der Grabgesang los über an seine Karriere. Und deswegen ist der Mensch auch so nicht ganz... Und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt musst du die Wahrheit sagen und denken sie alle, du bist irgendwie neben der Kappe. Ja. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, was los ist. Wie bereuen Sie eigentlich, dass Ihnen die Nummer Atemlos durch die Nacht damals nicht eingefallen ist? Entschuldigung. Wir haben für die Leute, Kompliment. Die das Gesamtwerk von Roland Kaiser nicht so im Blick haben, ein kleines Medley geschaltet, das Roland Kaiser nach der Lungentransplantation in Dresden, ich glaube, in Dresden auf einem seiner unglaublich ausverkauften Konzerte, ein Medley seiner größten Erfolge. Roland Kaiser. Danke. Danke schön. Stimmt es eigentlich, dass Santa Maria, einer ihrer größten Erfolge, was ja neu getextet worden ist, dass Sie das eigentlich satirisch gemeint haben, die Zeile bei Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren. Wir haben im Prinzip das Lied fertig gehabt und es war damals die Geschichte vom Schiff Columbus, die Santa Maria. Ja. Das haben wir dann abgeliefert, fertig produziert, hat die Plattenfirma gesagt, um Gottes Willen, das kann so nichts werden. Ihr müsst was Neues machen. Dann hat mein Partner und ich damals gesagt, okay, sind wir nach Hause gefahren. Haben das berühmte Glas Rotwein aufgemacht von der Flasche und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir einen Text, den keiner ernst nehmen kann. Ja. Also, hielt ihre Jugend in den Händen und solche Sachen. Bin den nächsten Morgen hin zur Firma, haben gesagt, sensationell, halt, das war ein Scherz. Wirklich? Ja klar. Und sie hat gesagt, das war wohl ein Spaß. Und dann, riesig. Ich habe damals den Leuten vertraut und es hat funktioniert. Aber es war eigentlich ein Scherz. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber ist es der größte Hit, kann man sagen? 1,5 Millionen Singles war es bei uns. 1,5 Millionen Singles. Ja, war schon viel, ja. Ich meine, ich habe meine gesamte Kindheit ja natürlich vom Fernseher verbracht, ZDF-Hitparade damals in Deutschland. Das sagt ja nichts. 67 Auftritte in der ZDF-Hitparade. Eben, ich habe quasi jeden Samstag mit Roland Kaiser verbracht. Weil Roland Kaiser ununterbrochen... Es ist mir so vertraut natürlich... Ja. Und das heißt, Sie kennen natürlich auch diese ganzen Größen, so wie Udo Jürgens, nehme ich mal an, dass Sie den auch sehr oft gesehen haben. Haben Sie sich gekannt, privat dann auch? Ja, klar. Das wäre so ein unglaublich super Typ, oder? Das war ein sehr intelligenter, großer Künstler und ich war, gelinde gesagt, sehr schockiert, als ich die Nachricht gekriegt habe, weil er wirkte auf alle noch sehr fit und sehr, hat auch noch viel vorgehabt. Das war ein ziemlicher Schock für mich, ja. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, ganz guter Tod. Ne, beim Spazierengehen. Begnadet und beneidenswert fast, ohne leiden zu müssen. Es ist nur für die Leute, die jetzt zurückbleiben, also sehr schwer, weil man keine Chance hat, sich irgendwie vorzubereiten. Ja, natürlich. Sie haben jetzt, entschuldige, in Dresden, das der Ausschnitt, den wir auch gerade gesehen haben, das war ja, glaube ich, in Dresden, das Konzert. Ja. Da kommen dann 15.000 Menschen und ich habe gelesen, das ist, glaube ich, letztes Jahr. Dreimal da. Genau. Das sind dann 45.000 Menschen. Ja, und den machen wir viermal. Viermal sogar. Ja. 60, also ich kann plus die Leute, die draußen rummachen. Wir haben ja meist, sitzen Leute, die zahlen Eintritt. Und drumherum sitzen noch mal die gleiche Menge an Menschen und die Brücken sind auch noch voll, die oben runter gucken. Schön ganz teuer. Aber das ist ja auch Wahnsinn. Ich meine, war das immer so bei Ihnen, dass dann 30.000, 40.000 Menschen zu Konzerten kommen? Oder ist es jetzt noch mal mehr geworden? Das ist mehr geworden und es sind vor allem mehr junge Leute geworden. Mehr geworden? Vielleicht sollen sich die Leber auch noch transplantieren lassen. Ich glaube nicht, dass das daran liegt. Aber falls seine angeboten wird, würde ich nicht nehmen. Nee, lieber nicht. Warum? Aber es ist unglaublich. Also der Erfolg ist ungebrochen und 90 Millionen oder 100 Millionen verkaufte Tonträger. Ja. Sie müssen ein sehr vermögender, reicher Mann sein, Herr Kaiser. Ich bin ein Mensch, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Ja, haben Sie recht. Und aber kein Trottel ist, der zu Hause sitzt auf seinem Geld, sondern jemand, der irgendwie interessiert ist an der Welt. Klar. Deswegen, weil jetzt das gerade in den letzten Tagen so viel in den Medien war, Ihr Auftritt bei der Anti-Pegida-Demo in Dresden. Und Sie mögen Dresden sehr, sind dieser Stadt sehr verbunden. Ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich Ihnen auch ein Anliegen gewesen, gegen dieses Bild anzutreten. Ich habe eigentlich im Prinzip für etwas gesprochen, nämlich für Toleranz, für Weltoffenheit und für Dialog miteinander. Also ich habe versucht, die Menschen aufzufordern, miteinander zu reden und nicht auszugrenzen. Und wenn das einige oder falsch verstanden haben, kann ich ja noch nicht helfen. Aber ich bin nicht bereit, meine Meinung für mich zu behalten, wenn es wichtig ist. Ich glaube, es haben die Richtigen sehr richtig verstanden. Sie wurden sehr gelobt im Feuilleton. Endlich sagt es mal einer. Das, was viele Politiker sich nicht trauen, über Lippen zu bringen, hat Roland Kaiser gemacht. Und ist es tatsächlich so, dass, glauben Sie, dass durch diese Rede weniger Leute in Ihre Konzerte kommen? Sagen wir mal, ich traue den Menschen so viel geistige Reife zu, sie sagen können,
Er hat diese politische Meinung, dennoch kann ich in seine Konzerte gehen. Keiner wird sagen, ich kaufe die Platte nicht, weil da Mitglied der SPD ist zum Beispiel. Absolut. Vor allem, wenn 100 nicht kommen, kommen vielleicht 1000 dazu. Seitdem ich gesagt habe, welche politische Richtung ich angehöre, ja, habe ich mehr Erfolg als vorher. Also ja, aber wenn Sie SPD-Mitglied sind, kommen die Leute schon aus Mitleid wahrscheinlich. Dann müsste ich bei der FDP sein. Sie haben mal selbst über sich gesagt, Sie sind äußerlich so der Vertretertyp. Habe ich nie gesagt von mir. Wo holen Sie das her, Sie? Hier, er sagt über sich, dass er von der äußeren Erscheinung her eher der Vertreter ist. Er hat schon gesagt, ist, dass er es nie gesagt hat. Ja, aber wieso reden wir das dann? Ja, wo haben Sie das her? Das ist ein Pressetext oder was? Das ist... Wer hat das geschrieben? Unsere Redaktion. Okay, wir müssen noch mal reden. Na Moment, sagen wir anders, unsere ehemalige Redaktion. Oh, wie klug. Nein, natürlich nicht. Ein Fehler kann passieren. Ja, ich halte mich für keine schillernde Figur in dem Sinne. Also es hat natürlich was von dem sehr, sehr gut aussehenden Vertretertyp. Sie waren ja früher im Autohaus, haben Autos verkauft. Nicht sehr erfolgreich übrigens. Echt? Nein, nicht sehr erfolgreich. Ich war zu ehrlich. Bei welcher zu Marke ehrlich, waren Sie denn? Oder waren das alle? Verboten. Wurscht. Wir haben heute schon Toblerone gesagt. Ich war zu ehrlich einfach. Ich habe dann teilweise Sachen gemacht, mich eingemischt in die Geschmacksentscheidungen. Wenn dann jemand sagt, ich nehme ein schwarzes, also ein gelbes Auto mit braunen Polstern. Ich sage, das sieht doch nicht aus, gnädige Frau. Das können Sie doch wegschmeißen, das Ding. Dann sind die gegangen, woanders hin, den nächsten Kollegen gekauft. Ich war nicht sehr erfolgreich. Und Sie waren verwundert, dass Sie nicht so erfolgreich waren. Ich war nicht, ich habe das gemerkt, irgendwann, es mir zu ehrlich war. Aber Sie galten als Mister, hat man Sie nicht genannt, Mister Sehnsucht? Oder dass Sie so, Sie haben in Frauen viel ausgelöst. Steht da drin, ich bin keine Frau, ich kann Ihnen das nicht sagen. Aber das merkt man ja immer noch in den Augen und in den Gesichtszügen. Oder das ist ein Mann, wäre ich eine Frau, würde ich sofort versuchen, mit ihm ins Bett zu gehen. Ich bin ein Mann und möchte es auch. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, wie lange er durchhält. Ja. Ich glaube, länger als...